Jo Leute, ich begrüße euch zurück zu Starbound. Und wir gehen mal auf den Planeten. Und habe ich jetzt das Fleisch? Ja, habe ich. Okay. Ich habe nämlich gerade mal kurz ein bisschen Fleisch angebraten, um mit diesem wundervollen Fleisch dann eine innige Verbindung einzugehen in meinem Magen. Ja. Tatsächlich, da meine Figur hier nur am Rumheulen war, ich brauche Essen, ich krieg kein Essen. Ja, habe ich mir gedacht, weißt du was, kriegst du Essen, heulst du nicht mehr rum, ist doch auch mal was. Ich muss sagen, wir sind jetzt mittlerweile bei, ich glaube, Part 21 von Starbound. Und, Alter, diese Viecher, ne, die nerven, schon seit Part 1. Und ich muss sagen, ich habe immer noch Lust auf das Spiel, aber momentan ist es so ein bisschen, ich weiß nicht, ich habe so viel anderes Zeug, was ich gerade spiele. Da wäre zum Beispiel Painkiller, dann wäre da noch, ach, hier waren wir schon. Moment, das geht ja so nicht, ne? Rausbeamen. Ich habe so viel anderes Zeug momentan noch, wie zum Beispiel Painkiller. Dann habe ich noch hier Bioshock, was ich eigentlich, muss ich sagen, immer nur so einmal in der Woche spiele, weil ich irgendwie gar keinen Bock habe. Also nicht, weil das Spiel irgendwie schlecht ist oder so, aber ich weiß nicht, irgendwie möchte ich das mal so langsam fertig haben, weil mir es so vorkommt, dass ich schon viel zu lange an dem Spiel hänge. Dabei bringe ich ja eigentlich so gesehen jeden Tag was. Aber naja, was will man da machen? Und manchmal gibt es halt so Sachen, die dauern halt. Aber gut, ich meine, man muss auch sagen, also jetzt wird es für mich tatsächlich wieder so ein bisschen spannender bei Bioshock, weil jetzt halt der Teil kommt, den ich gar nicht kenne. Und bei Starborn, naja, da weiß man ja eh nie, was auf einen zukommt. Ah, scheiße, hier sind so Pummelos. Und die Pummelos sind down. Oder eins war da ja nur. Ich muss sagen, ich würde mich eigentlich gerne mal so langsam niederlassen. Und das könnte man eigentlich auch auf diesem Planeten tun. Na komm. Ja, das könnte man auf diesem Planeten tun. Der Planet gefällt mir eigentlich. So von der, vom Boden her, sag ich mal. Also, der ist schön grün und alles. Aber, naja, mal gucken. Also, andere Planeten erforschen wir sowieso. Müssen wir ja sogar. Ich könnte auch mal langsam hier weitermachen, was den Kampf mit dem Pinguin und so angeht. Aber, naja. Machen wir in der nächsten Folge. Ich würde sagen, wir sammeln jetzt tatsächlich eher noch Holz. Und vielleicht dann noch ein bisschen mehr Stein. Den könnten wir. Hier waren wir auch schon. So weit waren wir auch schon. Was soll's, was soll's. Wir bauen hier uns eh erstmal nur ein bisschen Zeug ab. Was habe ich denn? Was habe ich denn für Rohmaterialien? Oder eher für so Materialien? Kupfer. Ich könnte meine Kupferaxt bauen. Axt, sag ich schon. Spitzhacke. Dann könnte ich ein bisschen schneller die Sachen abarbeiten. Das wäre natürlich nicht so schlecht. Ich habe jetzt übrigens die Tage mal DayZ angefangen zu spielen. Also ich bin mir ziemlich unschlüssig. Also ich finde es schon cool. Kann man eigentlich gar nichts gegen sagen. Es macht schon Laune. Aber, was mich jetzt momentan ziemlich abfuckt, ist, dass das Game bei mir leckt wie Hulle. Also das leckt richtig krass. Vor allem verstehe ich nicht warum. Das sollte eigentlich ohne Probleme laufen. Und ich muss das tatsächlich auf Mittel bzw. Niedrig stellen. Und irgendwie, ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie kriege ich immer nur 30 FPS Maximum. Also das geht auch nicht darüber. Das sieht aus, als wäre da der V-Sync an. Aber den habe ich eigentlich nicht eingestellt. Ganz seltsam. Ich meine, es ist ja nur eine Altbox jetzt.
Aber trotzdem, ich habe eigentlich gedacht, ich würde da mal was zu bringen, aber wie es momentan aussieht, könnte das etwas schwer werden, leider. Aber, mein Gott, ihr werdet's überleben. Was ich aber mal bringen will, ist auf jeden Fall, habe ich auf jeden Fall vor, du Scheiße, wenn ich es mir gekauft habe, ich besitze es nämlich noch nicht, dann möchte ich unbedingt auch mal für euch State of Decay bringen. Vielleicht als Let's Play, da bin ich mir noch ziemlich unschlüssig. Ich meine, Let's Play wäre natürlich cool und lass mich raten, der Vogel ist böse. Der Vogel ist böse. Geh weg. Komm her. Ah, brauche ich nicht diese Holiday-Scheiße. Ja, State of Decay könnte man so sagen, es ist im Grunde wie Walking Dead, könnte man schon fast sagen. Also ihr kennt bestimmt State of Decay und wenn nicht, solltet ihr euch das mal angucken. Die PC-Leute, ihr könnt das bei Steam kaufen und die Konsolen-Leute, ich glaube Xbox, da ist es erhältlich, auf PS3 weiß ich es gerade gar nicht. Aber auf jeden Fall auf Xbox und auf PC ist es verfügbar. Das kam ja als allererstes als Arcade-Titel für die Xbox raus. Und mittlerweile ist das echt ein gutes Spiel geworden. Also, ein Anker. Rauf, das ist nämlich ein Handelsschiff. Wollte ich nur mal so erwähnen. Dieses State of Decay ist also tatsächlich mittlerweile... Ey, verpiss dich. Nein, nein. Ja, dieses State of Decay ist halt mittlerweile tatsächlich, ja, würde ich schon sagen, eins der besten Zombie-Spiele, die es so momentan gibt. Einfach weil, so viel gibt's momentan nicht. Warum habe ich denn jetzt Frame-Einbrüche, Alter? Voll zum Kotzen, Mann. Gerade 14 Frames. Also die Performance ist richtig gut gerade bei dem Spiel. Ich hoffe ja echt, dass die ihr Wort halten bei Starbound. Nein, ich habe den angegriffen. Nein, erstens bin ich tot und zweitens habe ich die angegriffen. Oh nein, jetzt sind die böse. Scheiße. Das waren Waffenhändler und alles. Das waren diese verfickten Lecks. Seht ihr? Die verbauen mir einfach alles. Ich habe aber ehrlich gesagt keinen Bock, da jetzt wieder hinzulatschen. Ich mache das jetzt anders. Ich speichere den Planeten jetzt. Set Home. Dann gehen wir einfach mal auf diesen Planeten. Nein. Hä? So. Da. Go. Abflug. Ja. Ich muss zugeben, ich habe momentan... bin ich sehr zwiegespalten, was Starbound angeht. Also ich habe schon Lust auf das Spiel. Aber ich weiß auch nicht. Irgendwie... naja, ich habe keine Ahnung. Ist das nicht mehr so geil wie am Anfang, finde ich. Gerade weil jetzt haben die Entwickler mich doch ziemlich enttäuscht, dass die sich jetzt so die Zeit gelassen haben mit dem nächsten Update. Ich meine, ich hatte seit dem letzten Update nur Abstürze. Da kann man doch erwarten, dass man relativ schnell ein neues Update hinterher schickt. Aber naja, mein Gott. Man will ja jetzt auch nicht nur meckern. So ist ja nicht. Also das Spiel ist ja trotzdem nicht schlecht. Ich werde das hier trotzdem mal noch smelten. Steelblock kann ich wegtun, was soll ich denn damit? Genauso wie das da. Das nicht. Ach komm, die paar Woodplanks brauchen wir nun auch nicht. Das hier können wir mal nehmen. Und Amboss. Amboss, Amboss, Amboss. Copper Pickaxe. Geht doch. Kann ich noch eine bauen? Wahrscheinlich eher nicht. Nein. Schade. Was soll's? Warp. Warp to Planet. Oh, sind das Leafbäume? Also, wie sagt man? Rankenbäume. Sagt man das? Nee, sind's nicht, aber egal. Holz ist Holz. Ranken wären auch gut gewesen, aber gut. Hier ist Schnee. Hier ist direkt ein Gegner.
Also irgendwie sind die meisten Monster, die man trifft, immer böse. Down. Danke. So. Gehe ich wirklich zur Schneeseite? Ich glaube eher nicht. Ach, guckt euch das an, wie schön schnell das jetzt geht. Ich meine, ich hatte zwar schon eine Diamantenspitzhacke und die war wirklich gut. Aber, naja, die habe ich leider nicht mehr. Ich musste ja eine neue Figur machen, dank des Updates. Weißt du, auf der einen Seite ist das voll behindert. Da nervt es einen, dass ein Update kommt, weil man ja dann meistens die Figur löschen muss, beziehungsweise meistens, oder immer eigentlich, muss man ja dann diese scheiß Figur löschen. Aber wenn man dann wiederum kein Update kriegt, dann ist es so, dass man eigentlich voll angepisst ist, weil kein Update kommt und irgendwie die Fehler, die da passiert sind, so immer noch da sind. Warum ist denn hier schon wieder Schnee? Also zu allen Seiten ist hier Schnee, das ist doch scheiße. Egal, dann gucken wir uns halt die Schneewelt an. Ich hätte übrigens auch mal, wo ich hier gerade das Vieh sehe, das sieht nämlich so ein bisschen aus wie ein Dino. Ich hätte mal Lust, irgendwie so ein Dino-Spiel zu spielen. Das hört sich voll behindert an. Aber ich meine, sowas wie zum Beispiel Turok oder so, hätte ich voll Laune mal zu spielen. Aber, also zu Let's Playen auch, aber irgendwie findet man so ein Spiel. Also Turok findet man ja immer mal wieder. Also sei es jetzt bei GameStop oder sonst wo, aber ja, keine Ahnung, das kostet da dann immer viel zu viel, finde ich. Also, ich hatte ja schon Turok und ich muss sagen, also das ist jetzt kein Spiel, wo ich sage, boah, das muss man unbedingt, mein Gott, was ist mit meinem Deutsch? Unbedingt muss man das gespielt haben, das sage ich gar nicht, also bin ich auch nicht der Meinung, aber ich finde schon, dass man das auch mal spielen kann, wenn man sich für so Sachen interessiert, für dieses Genre. Sei es jetzt so Dinos oder keine Ahnung was noch. Es sind einfach so Sachen, naja. Hier ist Eisen und Kohle. Kohle ist auch nicht schlecht. Komm, bau ab hier. Geht ja relativ flott, muss ich sagen. Das finde ich auch gar nicht so schlecht. Eis. Ich glaube, aus Eis konnte man Schneebälle machen. Nee, aus Schnee konnte man Schneebälle machen. Damit kann man auch tatsächlich dann die Gegner abschmeißen. Ich glaube, das macht einen Schaden oder so. Also, ist jetzt nicht gerade die beste Waffe. Aber am Anfang, also wenn man wirklich auf dem Startplaneten ist und man dann irgendwie so ein Drecks Eis hat hier überall, kann man sich da schon eine gute Fernkampfwaffe mitmachen, muss man sagen. Also ich muss auch mal euch erzählen hier, ich werde schon wieder krank, ne? Das ist unglaublich. Also ich bin eigentlich, bin ich so Dauerzustand krank. Und jetzt meine ich nicht so verpeilt krank oder so, sondern so richtig krank krank. Das ist zum Kotzen. Ich habe voll die scheiß Abwehrkräfte. Oben dachte ich gerade, da wäre irgendwas. Da war nur ein Steinberg. Ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal hier die Bäume noch mit abhacken. Und dann werde ich auch mal einen Cut machen. Ziehe ich einen Schlussstrich, nachdem ich mich hier reingebuddelt habe. So, perfekt. Kommt her. Ich brauche das Zeug hier. Gebt mir das Eisen. Braucht das für irgendwas? Für was braucht man? Ah, so Eisen, stimmt, da kann man Waffen und so mitmachen. Aber eine Spitzhacke kann man nicht damit machen, soweit ich weiß. So, komm her. Über 1000 Holz haben wir schon mal wieder gesammelt. Das heißt, fuck. Aber kein Schaden genommen. Boah, was ist das denn für ein krasser Baum, Alter. Guckt euch das mal an, wie riesig der ist. Geh weg, geh weg. Stinkt beide. Boah, den Baum holen wir uns jetzt noch. Der ist ja riesig.
Oha. Krass. Na, wie viel Holz kriegen wir davon? Nur dieser Baum hat uns 69 Holz gegeben. Läuft auf jeden Fall auf dem Planeten mit Holz. Nach dem hier mache ich jetzt auch einen Cut. So. Das ist der Vogel. Der Vogel ist böse. Verpiss dich mit deinem Blitzen da. Was ist denn mit dir? Rauch mal weniger von dem, was du rauchst. Also, komm, die Kohle holen wir noch kurz und dann ist aber auch hier der Part gegen Ende. So, Leute, ich würde sagen, haut rein und bis zum nächsten Part. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr ja, was zu tun ist. Bis dahin und haut rein.